das ist hier quasi die Bruchlinie, wo wir sagen, wenn er da unten durchgeht, das wäre ein Punkt, wo wir sagen, das ist eine Einstiegsmöglichkeit. Wiedereinstiege definieren sich ja in zwei unterschiedlichen Art und Weisen. Das ist einerseits der Einstieg, wo ich gleich nach dem ersten Einstieg wieder rausgeflogen bin aus dem Trade und darauf entscheide, auf die gleiche Idee nochmal einzusteigen, oder einen Einstieg, wo ich bereits im Gewinn gelandet bin und dann nach mir aufgrund einer Pyramidisierungsregel den Trade weiter ausbauen möchte. Nun, ganz entscheidend ist aus meiner Sicht die Charttechnik deshalb so interessant, weil natürlich eine Vorahnung, sagen wir mal, entwickelbar ist, wohin der Markt geht. Wir wissen alle ja nicht, was die Zukunft bringt, in welche Richtung der Markt geht, von den fundamentalen Daten, es gibt neue Nachrichten, aber die Stimmung, die können wir im Chart ablesen. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir uns per Charttechnik ein bisschen vor Augen halten, in welche Richtung, sagen wir mal, das größere Momentum ist oder das eher das zögerliche. Wissen beim Traden gibt es nicht. Ich weiß nicht am Ende, ob ich gewinne oder verliere bei jedem einzelnen Trade. Ich weiß aber, wenn ich meinen Stopp begrenze, dass ich nie mehr als einen vordefinierten Betrag verlieren kann. Und das hält uns beim Traden im Markt. Das beste Mittel, um angstfrei handeln zu können, ist, dass man einfach versucht, seine Positionen am Anfang klein zu halten, dass man wenig oder gar keinen Hebel nutzt. Man muss ja real anfangen zu handeln. Du kannst das nicht alles theoretisch machen, du musst es praktisch machen. Dass man dann sagt, am Anfang kommt es nicht auf den Gewinn an, sondern auf das Vermeiden von Verlusten. Ganz kleine Positionen handeln, auch wenn da nicht viel Rendite rauskommt. Aber damit man erstmal reinkommt, damit man das Selbstvertrauen gewinnt, weil Trading, erfolgreiches Trading, hat eben auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man einfach sagt, okay, ich weiß, was ich hier mache am Markt. Ich bin nicht der Spielball der Märkte, sondern ich kann Einfluss darauf nehmen. Nicht, wie die Märkte sich bewegen, aber wie sich mein Depot mit den Wellen der Märkte bewegt. Also für mich entscheidend ist zum Beispiel, wo ist die Dynamik hin? Ich möchte die impulsive Bewegung, den Haupttrend, wenn ich den erkennen kann, dann brauche ich eigentlich nur auf den Gegentrend, auf die Korrektivbewegung zu warten. Wenn die nämlich zu Ende ist und dafür helfen dann Hilfsmittel wie Fibonacci oder manchmal ein Indikator oder Candlestick-Muster, dann weiß ich, dass am Ende dieser Bewegung eigentlich die Haupttrendrichtung, die starke Dynamik wieder da sein sollte. Einsteiger auf jeden Fall nicht im Minutenchart. Beim Minutenchart ist extrem schnell. Sie haben kurze Kursziele, müssen aber extrem schnell handeln. Und Sie müssen auch sehr enge Stopps setzen. Wenn Sie im Minutenchart handeln und auch im 5-Minuten-Chart, sind Sie in der Position drin. Und das Stoppsignal kann schon vielleicht ein paar Sekunden später noch kommen, wenn Sie schlecht eingestoppt werden. Das ist für Anfänger psychologisch extrem schwierig. Und wir haben eine sehr schöne Service-Line. Wenn man Fragen hat, kann man immer einen Ansprechpartner, einen kompetenten Ansprechpartner. Man hat selber Experten, auch im Team von FX Flat, die auch von Charttechnik Ahnung haben, mit denen man sich also auf Augenhöhe auch unterhalten kann.